Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Seit meinem letzten Video, also seit ich wieder in Karlsruhe bin, bin ich tatsächlich noch nicht dazu gekommen, die beiden Tagungsbeiträge der GMW und der Delphi von der Bildungsräume 2017 nochmal im Detail durchzublättern. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach auf den Tagungsbericht von eteaching.org verweisen. Die haben das sehr gut zusammengefasst und so die, finde ich, auch sehr wichtige Beiträge auch ausgegriffen und nochmal dargestellt. Der Grund, weshalb ich noch nicht dazu gekommen bin, ist, dass ich, seit ich wieder hier bin, unheimlich viel zu tun habe. Wir befinden uns gerade im Endspurt für das iBridge-Projekt, das ich weiß, schon länger angekündigt habe, mal vorstellen will. Da wird es aber auch Ende nächster Woche auf jeden Fall einige Videos mehr auf YouTube geben, sodass ich sie spätestens dann auf jeden Fall nochmal in irgendeiner Art und Weise zeige, vorführe, kommentiere, wie auch immer. Außerdem habe ich zwei weitere Konferenzen vor mir, nämlich einmal die DGHD-Tagung, also die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. DGHD, Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, genau. Die findet nämlich 2018 am KIT, also hier bei uns, statt. Und ich plane dort A, einen Beitrag fürs Promovierendenforum einzureichen, in dem ich mein Forschungsvorhaben vorstelle. Und wir planen als ZML, als Einrichtung, einen Workshop, in dem wir auch nochmal mit iBridge ein bisschen in die Breschen springen, um für die kleinen Fächer Werbung zu machen oder für die Digitalisierung der Lehre in den kleinen Fächern, wie zum Beispiel der Geophysik, für die ja das iBridge-Projekt und dieser Online-Kurs, der da entsteht, ist. Außerdem die zweite Konferenz, die ist dann gleich eine Woche später, Anfang März. Das ist die Informal Learning 2018 an der Ruhr-Universität Bochum. Da bin ich darauf aufmerksam geworden, in Chemnitz auf der Bildungsräume 2017. Und ich bin gefragt worden, ob ich nicht auch dort einen kleinen Beitrag einreichen möchte. Das habe ich jetzt heute tatsächlich getan. Ich habe heute einen kleinen Abstract geschrieben für einen Posterbeitrag, den ich dort einreiche. Die Tagung ist, anders als die beiden anderen Tagungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, auf Englisch. Das ist für mich jetzt, ich will nicht sagen ein Riesenhindernis, aber zumindest nochmal ein Erschwernis, weil ich tatsächlich seit der Schule und nicht wahnsinnig viel auf Englisch gemacht habe. Nichtsdestotrotz bin ich da zuversichtlich. Ich habe nämlich auch auf Englisch präsentiert, nämlich letzte Woche beim PhD-Symposium vom Karlsruhe House of Young Scientists, kurz dem KISS, hier am KIT. Und man soll ja auch immer von seinen Fehlschlägen berichten. Und dieses Symposium war für mich persönlich zumindest so eins. Dass, es war nicht wirklich ein Fehlschlag, aber ich ärgere mich unheimlich über mich selbst, weil ich habe dort ein Poster aufgehängt. Ich habe ein Poster aufhängen lassen und genau das ist das Problem. Ich habe es nicht selber ausgedruckt. Und hätte ich das mal getan, dann hätte es ein bisschen schöner ausgesehen. Also, liebes Symposium-Team, falls ihr dieses Video seht, das ist kein Vorwurf. Nur ich fand, mein Poster sah ein bisschen mickrig aus, weil es dann nur in A3 hing und ein bisschen pixelig war, statt dass es A0 und formatfüllend auf dieser Pinnwand hing. Außerdem hat es meine Präsentation megamäßig zerschossen. Das liegt daran, weil ich sie an einem Mac erstellt habe. Zwar mit PowerPoint, aber auf dem PowerPoint für Windows haben dann einige Elemente nicht funktioniert, sodass mich das ehrlich ziemlich aus dem Konzept geworfen hat. Das war eigentlich ziemlich uncool. Und ich ärgere mich selbst einfach wahnsinnig über mich, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass mir sowas nicht passiert. Aber es ist passiert und jetzt muss ich damit umgehen. Aber insgesamt war es trotzdem ein Erfolg, weil ich habe viele Doktoranden gesehen, die auch ihre Forschung präsentiert haben, aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Es waren Meteorologen da, es waren Informatiker da, es waren Maschinenbauer da, Chemiker, Biologen, es war eine Architektin da, es war ein sehr interessanter Beitrag. Also meine Lesson learned ist auf jeden Fall, wenn ich irgendwas selber machen kann, mache ich es selber. Poster selber ausdrucken, selber mit zur Konferenz bringen, dann hat man einfach unter Kontrolle, wie das Ding ausschaut, und Präsentationen selber machen, selber mitbringen und dann im Notfall halt auf dem eigenen Gerät präsentieren, auch wenn es ein bisschen umständlich ist, wenn die Rahmenbedingungen das zulassen. Ist nicht immer so, aber ich werde es in Zukunft, glaube ich, echt versuchen. Und zum Schluss noch eine für mich ganz erfreuliche Nachricht für die Welt da draußen, vielleicht eine Nachricht, die zum Nachdenken anregt. Ich habe einen Tweet losgelassen vor einiger Zeit, und zwar von einem Foto. Und da stand, das ist ein Cover von einer Zeitschrift, und da steht drauf: Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Dieses Zitat wird zugeschrieben dem Herrn Thorsten Dirks, dem ehemaligen Präsidenten des Branchenverbandes Bitkom. Und ich habe inzwischen auch erfahren, dass dieses Zitat schon mehr als 2 Jahre alt ist. Aber ganz offensichtlich, und das zeigt dieser Tweet mit seinen inzwischen über oder knapp 70 Likes, dass die Sache noch nicht an Aktualität verloren hat. Also Digitalisierung ist
nach wie vor ein Riesenthema. Zwar im Moment nicht im Wahlkampf, leider, aber es scheint sehr viele Leute irgendwie zu bewegen. Und diese doch sehr reißerische Formulierung zeigt mir, dass ganz viel im Argen liegt, wenn es darum geht, Dinge zu digitalisieren. Ja, aber ich denke, dass die Digitalisierung die Chance ist, Dinge, alteingesessene Dinge neu zu denken und wirklich zu verbessern. Und genau das ist das, was wir versuchen am ZML und ich mit meiner Forschungsarbeit mit digitaler Lehre zu tun. Ja, also wir lernen seit Generationen mit Papier, Stift, Schiefertafel, Büchern etc. pp. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, all das in ein digitales Format zu überführen. Und dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, dass Leute daran teilhaben können, dass die Lernenden tatsächlich aktiv am Entstehungsprozess der Lernmaterialien beteiligt werden können. Und all solche Dinge. Und ich denke, dass es gibt so viele Chancen und die werden an so vielen Stellen nicht genutzt. Das zeigt ja dieses Zitat. Ja? Die Leute nehmen das, was es ohnehin schon gibt, packen es einfach eins zu eins in ihren Computer, ohne nachzudenken und sagen, oh, jetzt ist der Prozess digital und er ist viel besser. Und meistens, sagen wir, in den meisten Fällen ist er das de facto nicht. Dieser Tweet, finde ich, zeigt das ganz gut, dass er auf so große Resonanz stößt und bin ich mal gespannt, was noch alles so kommt. Wenn ihr mehr solche Tweets, ich hoffe, ich finde noch ein paar solche, lesen wollt, könnt ihr mir auf Twitter folgen oder auf Facebook oder wie auch immer. Ich werde mich auf jeden Fall nächste Woche nochmal melden, wenn die Videos aus diesem Online-Kurs online sind. Bis dahin, ciao.